Ich hasse Sit-Ups wie die Pest, wirklich. Und ich mache sie auch nie. Aber natürlich, wie jeder, vor allem im Sommer, will man natürlich irgendwie einen schlanken, schönen, straffen Bauch haben. Wer will das nicht? Also hier kommt meine absolute Lieblingsübung für eine starke Mitte, und zwar der Farmer's Walk. Der Farmer's Walk beim Tragen stärkt dein schwächstes Glied der Kette, und zwar das Handgelenk. Jeder von uns beansprucht eigentlich im Alltag kaum mehr sein Handgelenk. Das heißt, schwer heben, so wie damals vielleicht noch, ist heutzutage gar nicht mehr auf der Agenda, es sei denn, man zwingt sich dazu im Fitnessstudio. Wenn wir jetzt aber das schwächste Glied der Kette stärken, und das ist bei uns allen eigentlich die Griffkraft, dann wird unser ganzes System stärker. Als eine super Übung zum Kraft- und Muskelaufbau, wirklich ganzheitlich. Außerdem, was auch ziemlich cool ist, man denkt immer nur, dass bei der Übung hauptsächlich nur der Rücken und die Schultern beansprucht werden. Also quasi Deltoideus und Trapezius. Ist ja logisch, wir heben was, also eher für den Rücken. Aber wenn wir ja gehen die ganze Zeit, muss ja auch unsere Mitte dieses ganze Gewicht ständig stabilisieren. Gucken, dass wir nicht umfallen. Und das tut auch wirklich super die Tiefensensibilität verbessern und auch die tiefen Muskulatur im Abdomen. Und natürlich, wenn wir auch einen starken Rücken haben, tut das auch im Gegenzug den Antagonisten unsere Bauchmuskeln auch stärken, was auch definitiv nicht verkehrt ist bei einem Lifestyle, wo wir den ganzen Tag nur rumsitzen. Alter, ist das schwer zu reden, während man das Gewicht hält. Das kann ich mir vorstellen. Okay, gut, das war's für heute, meine Lieben. Macht den Farmer's Walk, testet einfach aus mit einem Gewicht, was ihr gerade so halten könnt, und geht so lange, bis ihr einfach nicht mehr könnt, und setzt das Ganze wieder sauber ab, ohne den Rücken so zu beugen wie eine Katze. Also dann, Fiat die.